Guten Tag, liebe Freunde von Schone Auto Brokers International in Fort Lauderdale, Florida. Hier ein alter Bekannter in einer neuen Farbe. Hier sehen wir ein 2021er, also zweites Modelljahr, Ford Mustang Shelby GT 500 im neuen Grabber Yellow. Neue Farbe, gab es zuletzt 1970 für ein Jahr. Und spielt sich super ein mit dem Schwarz. Also wie man sehen kann, hat man hier die Over-the-Top-Rennstreifen und auch das Handling-Paket. Und innen hat der Recaros und das Technologiepaket. Hier auf Michelin Sport 4S Reifen, Brembo Bremssystem. Tolle Farbe in der Sonne hier. Das Fahrzeug ist eine Kurzanmeldung mit 80 Meilen und kommt aus dem sonnenverwöhnten Kalifornien und ist für einen unserer deutschen Händlerkunden. Der Wagen wurde natürlich vor dem Erwerb erfolgreich unabhängig inspiziert. Clean Carfax, ein Vorbesitzer, quasi Neuzustand. Am besten hören wir uns das mal an, wie das Ganze so klingt. Der hat ja einen Sportauspuff. Vier verschiedene Modi. Ja, das klingt gut und das riecht gut. Wie man sehen kann, tolles Muscle Car mit den optionalen Recaro Sitzen. Hinten haben wir auch zwei Sitzchen, kann man auch wunderbar sitzen. Und Kamera, sehen wir nochmal den Standort hier, Handbücher, hier der Auspuff, Fahrmodi mit dem Sportfahrwerk. Was das Herz so begehrt, abgeflachtes Sportlenkrad. Und wir konnten wirklich keine Macken entdecken. Und trotz der langen Anreise. Solche Fahrzeuge werden natürlich geschlossen hierher transportiert nach Florida, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Ja, schöne aggressive Front. Und hier das Herz des Ganzen, der 5,2 Liter Predator Motor mit 760 PS. Und das Ford Sportstreben. Alles da, wo es sein sollte. Ein sehr schönes Fahrzeug für unseren deutschen Kunden, der sich schon sehr darauf freut. Wir, das Team von Schone Auto Brokers, wünschen Ihnen, lieber Kunde, allzeit gute Fahrt und viel Vergnügen mit Ihrem 2021er Ford Mustang Shelby GT 500 in Grabber Yellow und Lederschwarz Recaro Innen. Da uns hier schon mal so einen deutschen Speditionspartner befinden, bewegen wir das Fahrzeug nun zur Verladerampe und dort wird der Wagen dann zeitnah professionell im Container verpackt und geht auf seine Reise nach Bremerhaven in die Homologation. Vielen Dank.